Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Montag, der 12. November und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den FDAX und den Euro gegen US-Dollar ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen dieser Woche. Da haben wir am Dienstag um 11 Uhr die ZEW-Konjunkturerwartung für Deutschland. Am Mittwoch dann um 8 Uhr das Bruttoinlandsprodukt sowie um 14.30 Uhr aus den USA der Verbraucherpreisindex. Am Donnerstag dann die Einzelhandelsumsätze aus den USA sowie um 14.30 Uhr noch der Philly-Fed-Herstellungsindex und wie üblich um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Und dann am Freitag noch um 11 Uhr der Verbraucherpreisindex. Kommen wir nun zum S&P 500-Index. Wie sieht die Marktlage derzeit aus? Wir haben, wie erwartet, eine starke Aufwärtsbewegung in den letzten zwei Wochen gesehen. Die meisten von euch werden sich daran erinnern, genau vor zwei Wochen hier am 29. Oktober haben wir im Screening-Dienst darauf hingewiesen, dass es hier zu einer Trendumkehr mit großer Wahrscheinlichkeit kommen wird. Ob das Ganze jetzt zu einem neuen Aufwärtsimpuls führt oder ob es nur eine technische Gegenreaktion ist, das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen. Aber alleine diese Aufwärtsbewegung, die ihr entweder für neuen Aufbau kurzfristiger Positionen genutzt habt oder einfach auch nur um Shorts zu schließen, hat eine Bewegung von 8% mit sich gebracht. Das heißt, erst einmal sieht es so aus, als wenn der gröbste Druck eigentlich aus dem S&P heraus ist. Welche beiden Möglichkeiten gibt es jetzt und welche davon ist vor allen Dingen die wahrscheinlichere? Also zum einen haben wir natürlich hier bei etwa 2820 noch den Widerstand sitzen von all denen, die darauf spekuliert haben, dass wir hier eine große Abwärtsbewegung bekommen. Das heißt, wir haben hier ja diesen Abwärtstrend, der sich zwischenzeitlich etabliert hat. Wir sind kurz davor, dass dieser Abwärtstrend bricht. Das muss nicht so sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß, dass es kommen wird. Wenn nicht, werden wir hier ein Doppelhoch bekommen. Aber das wahrscheinlichste Szenario derzeit aus meiner Sicht ist tatsächlich, dass wir hier nach einer kurzen Korrektur dann den Durchbruch durch die Hochs bekommen. Das heißt, von dort aus hätten wir dann wieder die Chance, auf der Long-Seite aktiv zu werden. Ich werde auch heute im Screening-Dienst hier deshalb auch einige Titel vorstellen auf der Long-Seite, damit wir dafür gerüstet sind, wenn in den kommenden Tagen dieser Durchbruch nach oben gelingen sollte. Ansonsten, wenn dieses Szenario nicht eintreffen sollte und es hier wieder weiter bergab geht, dann haben wir ja auch hier im Screening schon einige Aktien auf der Watchlist stehen, die wir dann genau wie im deutschen Markt dann hier sehr gut nutzen können für profitable Trades. Wie sieht das Ganze an der Nasdaq aus? Da sieht das Ganze nicht genauso gut aus wie beim S&P, denn die Erholung ist auch nicht so weit fortgeschritten. Wir sehen hier den Abwärtstrend und ihr erinnert euch, beim S&P waren wir hier fast am Hoch schon. Das ist hier beim S&P nicht der Fall. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Wir haben vom Freitag-Schlusskurs bis zum Hoch hier fast noch 5%. Das heißt, das Bild im Nasdaq in den Technologiewerten sieht bei weitem nicht so gut aus wie zum Beispiel im S&P. Heißt für mich also, wenn die Long-Seite kommt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel größer, dass es eben die Einzelwerte aus dem S&P sind und deswegen werden wir auch hier neue Titel mit auf die Watchlist legen. Sieht das ganze Bild im DAX aus? Dieser ist wesentlich schwächer unterwegs. Aber auch das ist ja nichts Neues für uns. Die regelmäßigen Zuschauer unter euch, die meinen Wochenausblick Woche für Woche sich anschauen, wissen ja, dass wir schon seit Wochen auf der Short-Seite unterwegs sind. Hier am 8. Oktober auch frühzeitig gesagt, okay, die neue Abwärtsrutsche steht an. Auch hier haben wir dann eine 10%ige Abwärtsbewegung gesehen und auch die technische Gegenbewegung, die wir hier hatten, ist hier gut 4% gewesen. Das heißt, wenn man das Ganze zusammennimmt, bleibe ich eigentlich dabei, was wir auch die letzten Tage und Wochen immer wieder gesagt haben. Es ist einfach
ein uneinheitliches Bild. Der DAX ist einfach wesentlich schwächer unterwegs als der amerikanische Markt. Dafür gibt es viele Gründe. Auf viele bin ich in den letzten Wochen auch schon eingegangen. Es bleiben in erster Linie natürlich politische Geschichten, vor allen Dingen aus Italien. Auf der anderen Seite sehen wir, dass der amerikanische Markt, auch der Handelsstreit mit China, nicht weiter eskaliert ist, dass hier eine Beruhigung gekommen ist. Das Ganze konnten wir halt an verschiedenen Indikatoren klar machen, auf die wir ja auch in der letzten Woche im Screening-Dienst hier eingegangen sind. Das heißt also, das Marktumfeld hat sich in den letzten ein, zwei Wochen hier massiv für uns verbessert, aber das gilt nicht für den deutschen Markt. Heißt für mich, ich werde weiterhin auf der Short-Seite nach DAX-Titeln suchen. Gerade auch die Fresenius, die wir ja auch vorgestellt hatten, sowohl beim großen Marktausblick als auch im Screening-Dienst, hat sich wieder auf dem Weg nach unten begeben. Also hier wirklich wieder gutes Timing. Das heißt, hier bitte immer darauf achten, in welchem Bereich wollen wir eigentlich unterwegs sein. Kurz zusammengefasst für die Aktienmärkte, DAX sieht für mich eher weiter short aus, Nasdaq eigentlich auch, S&P kann den Sprung schaffen und wenn es schafft, dann könnten wir auch hier viel Dynamik bekommen und deshalb eben hier auch im Screening-Dienst einige Titel auf die Watchliste. So, kommen wir noch zum Euro gegen US-Dollar. Auch hier lagen wir wieder vom Timing her sehr gut. Da haben wir letzte Woche ja im großen Marktausblick drüber gesprochen. Das Webinar, was immer im Regelfall am ersten Montag des Monats bei CapTrader stattfindet, dass wir hier im Euro-US-Dollar wieder von weiter fallenden Kursen ausgehen. Das haben wir hier auch sehr schön gesehen. Wir müssen das Ganze im Stundenchart anschauen. Hier die Abwärtsbewegung ist wirklich sehr schön, die hier vonstatten gegangen ist. Der Markt ist hier heruntergekommen und dann kann man hier wirklich sehr gut sehen, wie das Ganze hier wieder in Perfektion im Stundenchart funktioniert hat. Gerade jetzt nochmal dann die letzte Rutsche wirklich massiv Richtung 1,1240. Ich bin ja ein großer Freund davon, gerade Devisen eben auf den mittleren Zeiteinheiten zu handeln, eben im Stundenchart. Natürlich, wenn diese guten Signale im Stundenchart da sind, könnt ihr das natürlich auch entsprechend in kleineren Zeiteinheiten umsetzen. Das ist ja sowieso immer das, was wir auch in den Coachings und Seminaren ja immer besprechen. Schaut euch immer die übergeordneten Zeiteinheiten an und von dort aus dann einfach immer weiter in die Tiefe. Somit bekommt ihr perfekte Einstiege, sowohl wie gesagt beim S&P, wo wir gesehen haben, okay, Signal war da, Shortseite gespielt, hier 10% plus X möglich gewesen, gerade mit den richtigen Titeln auf der Shortseite. Dann das Gegensignal vor zwei Wochen. Es ging 7-8% dann nach oben. Natürlich werden wir nicht immer alles mitnehmen von diesen Bewegungen, aber wenn wir hier uns ein schönes Stück herausschneiden können, dann macht das Ganze natürlich sehr viel Sinn. Wie könnt auch ihr diese Techniken nutzen? Wie kann man es erlernen? Wir bieten euch ja an, am 1. und 2. Dezember mit dabei zu sein bei Rendite Unlimited. Ein besonderes Seminar, was wir extra für euch veranstalten und das Ganze zu einem wirklichen Sonderpreis, weil 20-jähriges Bestehen, ich bin 20 Jahre Börsenhändler und wir haben uns überlegt, wir möchten genau dieses besondere Fest eigentlich nutzen, um euch hier einzuladen nach Düsseldorf zu Rendite Unlimited. Was erwartet euch in Düsseldorf? Neben mir werden noch weitere Händler, hauptberufliche Händler mit dabei sein, unter anderem André Stagge, die meisten von euch werden ihn kennen, Portfolio-Manager, hat über 2 Milliarden Euro in der Vergangenheit verwaltet, Alexander Eichhorn, Spezialist für den Bereich Optionshandel und auch Julian Bönisch, langjähriger Mitarbeiter von mir, Spezialist für den Bereich Dividendenstrategie. Was werden wir dort machen? Ich werde euch zeigen, wie ich als hauptberuflicher Händler im Trading sowohl auf Tagstunde als auch im Daytrading mir immer die richtigen Werte heraussuche. Wir werden aber auch vor allen Dingen darauf eingehen, wie man Crash-Situationen oder starke Rückgänge im Markt frühzeitig erkennen kann. Wir werden auch schauen, welche Strategien haben sich im Investment in den letzten Jahren besonders gut und als profitabel herausgestellt und welche Möglichkeiten gibt es beim Aufbau des Dividendendepots hier erfolgreich zu handeln.
All das und noch viel mehr werdet ihr erleben in diesen 2 Tagen bei Rendite Unlimited. Alle Informationen dazu findet ihr auf meiner Website unter www.lüdemann-coaching.de/Rendite. Wenn ihr mit dabei sein möchtet, es gibt nur noch 15 freie Tickets für dieses besondere Event. Also schnell auf die Seite gehen, am besten jetzt und euch sofort registrieren für Rendite Unlimited. Das war's wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.